Und dann, liebe Tigers-Fans, endlich ist es wieder soweit. Die Saison hat wieder begonnen und sie hat hervorragend begonnen vor unseren EHC Bayreuth. 18:1 Tore in den ersten beiden Spielen. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz hier nach dem ersten Heimspiel. Wir haben wie immer eine illustre Runde hier vorne. Ich darf unsere Gäste vorstellen und wir fangen natürlich an mit unseren Gästen und natürlich mit den Spielern. Und zwar jemanden, der schon Bayernliga-Spieler des Jahres war und zu den Topscorern der Bayernliga gehört. Begrüßen Sie mit mir von Pfaffenhofen David Vokati. Dann den Trainer der Gäste Heinz Fallmeier. Und jetzt bitte ich Sie um einen Riesenapplaus für unseren Neuzugang. Und zwar aus Schweinfurt ist er gekommen, geboren in der wunderschönen Provinz, kanadischen Provinz British Columbia. Begrüßen Sie mit mir unseren dreifachen Torschützen Marcel Juhasch. Ja, dann Marcel hat offensichtlich schon viele Fans hier gewonnen. Schön. Und ja, altbekanntes Gesicht bei uns. Freue mich, dass er wie in jedem Heimspiel dann da ist. Herzlich willkommen, Sergei Waspinar. Wir fangen mit den Gästen an. Heinz Fallmeier, 30 Minuten lang hat es gar nicht so schlecht ausgesehen, hat sich ihre Mannschaft teuer verkauft. Danach ist ein bisschen der Einbruch gekommen. Woran lag es dann? Das gebe ich nicht aus, daran. Okay, guten Abend. Das geht schon. Guten Abend erstmal miteinander. Herzlichen Glückwunsch an den EHC Bayreuth für den Sieg. Ja, wir haben schon gemerkt, dass der EHC Bayreuth am Anfang ein bisschen nervös war. Wir sind dann eigentlich ganz gut ins Spiel reinkommen. Für uns war wichtig, dass wir das Spiel zerstören und auf unsere Konter warten. Das hat im ersten Drittel eigentlich gar nicht so schlecht ausgeschaut. Im zweiten Drittel war es dann halt einfach so, wir hatten Verteidiger aus der zweiten Reihe verletzt, dann die 5. Spieldauerstrafe, ich habe halt einfach ganz wenige Stürmer und dann waren die 5 Minuten plus Spieldauer, 5 Minuten Überzahl, da ist uns natürlich dann die Kraft ausgegangen, wir haben am Freitag ein hartes Spiel gehabt, ein schweres Spiel, das war halt auch in die Beine gesteckt. Unser Problem ist halt auch, es sind 3 Stürmer verletzt, die uns fehlen, die in den ersten 2 Reihen spielen. Das kann ich einfach nicht kompensieren. Die haben das am Freitag noch wegkompensieren können, aber im zweiten Spiel am Wochenende sieht es halt dann einfach schlecht aus, wenn da die Breite oder Tiefe im Kader fällt. Und dann ist es letztendlich auch so, dass wir halt zu wenig Häuptlinge haben, die das Spiel auch mal in die Hand nehmen. Wir haben David, unser Kanadier, der war heute ziemlich Ausfall, muss ich einfach auch mal ganz klar dazu sagen. Und die jungen Spieler, die haben das dann halt einfach noch nicht drauf. Wir spielen mit so vielen 19-, 20-, 21-Jährigen und da reicht es halt dann einfach noch nicht. Und wir haben dann bei Reut einfach zu viel Räume gelassen. Wir sind immer so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Im eigenen Drittel immer einfach 2-3 Meter weg vom Mann, mitgefahren mit dem Mann. Und dann passieren halt die Fehler. Und bei Reut hat dann einfach zu viel Klasse, um das nicht in Tore umzumünzen. Sage, wichtigste Frage. Wie geht's Michael Fendt? Gibt es da schon neue Erkenntnisse? Guten Abend. Ich habe den Michael dann kurz in die Kabine gesehen. Also der ist gerade im Krankenhaus mit behandelt. Und ich glaube, das dauert ein bisschen, bevor alles heilt, aber ich wünsche ihm alles Gute und gute Besserung. Jetzt kann er spielen beim nächsten Spiel? Jetzt kann ich nichts sagen. Das muss abwarten, was die Ärzte sagen. Aber meine Zähne, Lippen, hast du schon ein paar Zähne verloren und mit Lippen abgeschnitten, komplett alles war und der Jogi war. Du hast gleich paar Zähne verloren. Ja. Ja. Und hat er noch mit den Knie ein bisschen Probleme. Also wie gesagt, den müssen wir behandeln, untersuchen, ob man richtig und dann können wir das sagen. Wie gesagt. Sag ich zum Spiel oder zum Wochenende 18:1 Tore. Also viel zu meckern gibt es da nicht. Ja, und diese Leistung, was die Jungs jetzt abliefern, was die machen, am besten gleich gerade gegen Sonntag von morgen, ne? Das ist auch klar. Aber ja, aber die Saison ist lang, da müssen wir abwarten, wie das alles entwickelt. Natürlich bin ich auch zufrieden, was die Jungs
jetzt zur Zeit auf die Beine steht, auf Eis. Wir versuchen die Tempo über die 60 Minuten hochzuhalten. Wir spielen mit der 4-Reihe durch. Und ich denke, das ist auch eine Schlüssel für Erfolg. Marcel, 3 Tore heute, Mann des Spiels gewesen. Kann man sich einen schöneren Einstand vorstellen? Nein, würde ich mal sagen. Wunderbar alles hier in Bayern. Ja, es ist heute super gelaufen, genauso wie wir müssen ausfallen, nicht schlecht. No. Hat nicht so viel Erfahrung. Sehr wunderbar. Kann mit der bisschen Profi da vorne. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Pressekonferenzen. Ja, die ersten zwei Spiele. Was du bekommen, Marcel? Ja, die ersten zwei Spiele sind auch super. In Moosburg ist es auch super gelaufen. Haben halt die anderen die Tore gemacht, ist auch okay. Und heute war ich dran. Hat sich gut angefühlt. Wenn man Tore schießt, ist es immer schön. Und ja, das Wochenende war super mit 18 Toren, nur eins dagegen. Muss der Julian auch halten. War ein richtig guter Einstand für unsere Mannschaft. David, für euch, ich glaube, es wird eine schwere Saison. Oder siehst du es anders? Ja, also guten Abend. Ich sehe schon, dass das eine von den schwersten Saisonen wird heuer, aber das ist halt so, wir haben die junge Mannschaft, die Jungs sind viele, wo auch nie Herrklasse gespielt haben und die müssen halt reinkommen und halt die Bayernliga ein bisschen, wie gesagt, kennenlernen. Ne? Und wie das dann zum Schluss ausschaut oder in die Hauptrunde, vielleicht sorgen wir für Überraschung. Und gegen so ein Team, wo unten sind, kann ich mir auch vorstellen, dass wir uns auch gut verkaufen. Marcel, wie ist es denn als nordamerikanisch geprägter Spieler in einer Reihe mit den Tschechen bzw. Slowaken? Ist das ein Problem für dich? Nee, eigentlich nicht. Serge hat einfach gesagt, dass ich irgendwie wie den spielen soll. Also ich muss auch so osteuropäisch spielen. ich muss ihn mal umstellen. Nein, aber ganz ehrlich. Entschuldigung, du musst ihm die kleinen Geheimnisse erzählen. Lass ihn ruhig erzählen. Lass ihn kommen, erzähl mal jetzt. Nein, das klappt super. In Schweinfurt habe ich. Ich habe noch nie mit 4 solche gute Spieler in einer Reihe gespielt. In Schweinfurt habe ich immer 1 oder 2 gehabt, die richtig gut waren, aber jetzt habe ich mit Basti, Meier, Josef und die beiden Michaels 4 richtig super Mitspieler und das macht meinen Job ein bisschen leichter. Also es passt ganz gut. Also letztes Jahr gab es in Bayreuth ständig eine Diskussion um die Mittelstürmerposition. Jetzt spielt er eigentlich in der Reihe ohne einen echten Mittelstürmer. Und es funktioniert trotzdem. Wird es so überschätzt, dass man sagt, so naja, formal, jetzt haben wir einen Mittelstürmer oder ist es eigentlich nicht egal, Hauptsache es funktioniert und ihr wechselt euch ab in den. Oder es funktioniert zumindest ziemlich gut, dass jeder durchaus auch als Vorbereiter agiert. Ja, es ist schon wichtig, einen Mittelstürmer zu haben, aber wir haben halt keins und dann muss einer nicht mehr spielen. Und ich sag mal, jetzt wird es interessant. Sehr gut, aber. Und jetzt spiele ich halt nicht mehr. Und wie gesagt, ist es ein Unterschied, wenn man vielleicht mit solche zwei starke Außen- oder Verteidiger hat in der Reihe. Wenn man 4 starke Spieler hat, dann ist es leichter, als Außenstürmer, Mittelstürmer spielen zu können. Sag ich, du willst unbedingt was dazu sagen. Ganz kurz vielleicht zum Thema Mittelstürmer, Rechtsaußen, Linkshausen, Verteidiger hier. Unsere Philosophie ganz einfach. 5-mal vorne, 5-mal hinten. Wenn es so funktioniert, da haben wir zufrieden und jeder seine Rolle gut erfüllt, aber dann alles im Griff. Vielen Dank, Sage, für die unkomplizierte Aussage. Heinz Ballmeier, eine Frage habe ich noch zu Dennis Martin. Das ist jemand, der bei uns sehr beliebt war als Spieler. Jetzt bei euch Trainer der 1B-Mannschaft. Hat für ihn nicht mehr gereicht von der Leistung für die erste Mannschaft oder was war der Grund dafür? Ja, das ist jetzt so schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist auch nicht gerecht, einen Spieler wie Dennis Martin den jetzt abzuurteilen. Ich glaube einfach, er hat im Sommer nicht so hart gearbeitet, wie sich das der Verein vorgestellt hat. Und ich glaube, das war das Problem für den Verein, zu sagen, man hat 2, 3 Gespräche mit ihm geführt und er ist dann halt nicht so zurückgekommen, wie man sich das vorgestellt hat. Man wusste, dass man in eine schwierige Saison reingeht und dann brauchst du halt auch Spieler, die topfit sind und natürlich vor allem in unserer Situation auch die Kontingentstelle, weil es eine ganz wichtige Stelle ist und dem war halt nicht ganz so, man war unterschiedlicher Meinung und
dann hat man sich darauf geeinigt, dass er die 1 bekommt. Gibt es aus dem Publikum noch Fragen an unsere Runde? Keine Fragen, dann vielleicht kurzer Ausblick trotzdem noch für Chloe, für Bayreuth und für euch, vielleicht dann den David nochmal gegen Moosburg. Könnt ihr euch ja Tipps holen von Serge. Nächstes Spiel gegen Moosburg. Unsere? Ja. Ja, also Moosburg ist ein Gegner, wo ich meine, dass wir mit denen also auch die Radlatte spielen können. Und wenn wir in der Woche alle fit sind, sag ich mal, keiner wird krank, dann kann ich mir vorstellen. Schade, dass der Luis Seibert jetzt das Spiel da bekommen hat, weil das ist einer von den jungen Spielern, wo sich gut durchsetzen kann. Ja, Talent hat, der fällt natürlich bei dem nächsten Spiel. Aber ich bin eigentlich, wenn wir gute Woche Training legen, positiv, dass wir vielleicht gut erholen können. Und unseren Star des Abends hat man einen Kommentar für das nächste Spiel gegen Chloe. Ich denke, es ist eine machbare Sache auch. Ja, klar, es ist machbar. Die haben sich so wie Köln gut verstärkt mit ein paar Spieler aus der Oberliga. Neuer Torwart aus der Bundesliga, glaube ich sogar. Und ja, wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt nicht arrogant werden nach dem Wochenende und einfach weiter hart arbeiten, weil es kommen ein paar richtig gute Tests auf uns zu. Und wenn wir jetzt nachlassen, dann irgendwann werden wir packen kriegen und bis wir aufwachen, also hoffentlich geht es so weiter. Meine Herren, vielen Dank für die unterhaltsame Pressekonferenz. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch ein bisschen Spaß im Wippraum. Genießen Sie es hier. Machen Sie es gut. Wir sehen uns beim nächsten Spiel gegen Buffalo. Tschüss, Servus.